Hallo, hallo, mein Name ist Deborah Fleischmann und ich habe mich dazu entschlossen, aufgrund des Ukraine-Kriegs einige Folgen zum Thema Trauma, Trauma und Gehirn, Trauma extrem, Kriegserfahrung und Flucht sowie Umgang mit traumatisierten, geflüchteten Menschen, insbesondere Kindern und Jugendlichen, aufzunehmen. Im Folgenden schneide ich ein Interview rein von der Deutschlanddirektorin Caroline Kent. Sie ist die Direktorin der Hilfsorganisation Women for Women und beschreibt die traumatischen Erfahrungen, die Frauen zurzeit machen und wird dabei eben interviewt. Ich habe das von NTV Nachrichten. Frau Kent, schauen wir heute ganz besonders auf die Situation von Frauen. Was erleben denn Frauen aktuell im Krieg in der Ukraine? Als Organisation, die seit fast 30 Jahren Frauen in Kriegsgebieten unterstützt, sehen wir gewisse Muster, die in vielen Konfliktländern gleich sind. Beispielsweise ist eine von drei Frauen in ihrem Leben von Gewalt betroffen. Davon sind 70% leben in Konfliktländern. Deshalb ist davon auszugehen, dass auch sehr viele Frauen in der Ukraine Gewalt erleben. Wie erleben Frauen denn Krieg im Vergleich zu Männern? Da ist das Erleben ja, glaube ich, ein bisschen anders. Genau, ein UN-Generalmajor sagte einmal, es ist oft gefährlicher für Frauen in modernen Kriegen als für einen Soldat. Das heißt, Frauen sind zum einen durch Gewalt, das eine ist militärische Gewalt betroffen, aber Frauen sind auch in besonderem Maße auch durch geschlechtsspezifische und sexualisierte Gewalt. Wir erleben immer wieder in allen Ländern, dass Vergewaltigung beispielsweise als Kriegswaffe gegen Frauen eingesetzt wird. Wir sehen ja jetzt aktuell auch gerade viele Bilder von Frauen, die gerade auch mit kleinen Kindern auf der Flucht sind. Was erleben diese Frauen während ihrer Flucht? Ja, man muss ja Flucht auch immer als Ultima Ratio sehen. Das sind dann Frauen, die mit ihren Kindern alles zurücklassen müssen, im Falle von der Ukraine auch ihre Männer und Partner und wirklich mit nichts fliehen müssen und ihr Hab und Gut zurücklassen müssen und tatsächlich ihre komplette Lebensgrundlage verlieren. Damit verlieren sie auch ihre Stabilität, ihre Netzwerke, ihre Einkommensmöglichkeiten. Und das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Und das sehen wir eben jetzt auch in der Ukraine, aber auch in Ländern, wo Women for Women International auch Frauen unterstützt. Was bedeutet denn diese Fluchterfahrung für Frauen, beziehungsweise was kann sie auch für Konsequenzen haben? Es sind oft wirklich lange Wege. Es ist nicht so, dass die Frauen dann alles mitnehmen können. Das heißt, sie müssen oft ohne warme Klamotten, ohne Essen oder sonstige Versorgung unterwegs sein. Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen ist oft erschwert, gerade für Frauen, die beispielsweise schwanger sind oder ganz junge Kinder haben, ist das sehr, sehr schwierig. Und auch wenn Frauen, also man muss sich das ja auch so vorstellen, wenn die Frauen erstmal ankommen, ist die Flucht damit nicht vorbei. Die Grundbedürfnisse sind vielleicht gesetzt, aber damit ist Frauen wirklich jegliche Lebensgrundlage genommen. Das hat langfristige Auswirkungen auf die Frauen, die dann, wenn sie erstmal angekommen sind und bestenfalls ihre humanitären Bedürfnisse oder Grundbedürfnisse bedient werden, dass dennoch ein Trauma zurückbleibt, dass sie keine Lebensperspektive haben, dass sie auch keine Einkommensmöglichkeiten haben und quasi in einer permanenten Ausnahmesituation leben. Was bedeutet denn diese Fluchterfahrung psychologisch für Frauen und Kinder? Gerade diese Fluchterfahrung und die damit verbundene Trauma wirken sehr lange nach. Und wenn es dazu noch Gewalterfahrungen gibt, ist es etwas, was wirklich verarbeitet werden muss. Und dafür bedarf es auch externe Hilfe oder eben eine stabile Position, damit die Frauen auch damit klarkommen können. Und in vielen Fluchtsituationen ist dies auch nicht sofort möglich. Und das führt dann auch wiederum dazu, dass die Frauen ihr Leben nicht wieder aufbauen können. Und das wiederum führt zu Armut und Gewalt und keine langfristige Perspektive. Jetzt haben wir darüber gesprochen, worunter Frauen im Krieg leiden, aber sie leisten ja meistens auch sehr, sehr viel. Inwiefern?
Genau, bei Women for Women International und gerade heute zum Weltfrauentag glauben wir auch an die Stärke der Frauen und Frauen tragen auch nachweislich zu friedlicheren Gesellschaften bei. Vor allen Dingen, wenn man in sie investiert, ihnen eine Einkommensmöglichkeit bietet und ihnen eine Möglichkeit bietet, für sich und für ihre Familien Stabilität zu schaffen. Und da sehen wir auch langfristig, dass Frauen wirklich damit auch langfristig zu stabilen, friedvollen und wohlhabenden Gesellschaften beitragen. Was kann man denn jetzt tun, um die Frauen in der Ukraine oder die Frauen auf der Flucht zu unterstützen? Ja, wir haben ja gerade erleben wir eine großartige Welle der Solidarität und das ist auch wichtig. Lang- und mittelfristig ist es aber auch wichtig, weiterhin Organisationen, die Frauen aktuell auf der Flucht, aber auch mittel- und langfristig unterstützen, für diese Organisationen wie zum Beispiel für Women for Women International zu spenden, damit wir beispielsweise auch Frauen, die dabei unterstützen können, traumatische Erlebnisse zu verarbeiten und sich auch wieder eine Perspektive aufzubauen. Wie kann man sich das konkret vorstellen? Also gibt es dann konkrete Hilfsangebote für Frauen, die Krieg erlebt haben oder wie funktioniert das? Genau, also beispielsweise arbeiten wir in Tigray in Äthiopien, wo wir psychologische Erste Hilfe leisten für Frauen, die während des Konfliktes geflüchtet sind. Wir sind aber auch langfristig beispielsweise in Afghanistan tätig, wo wir Frauen, die nach der Machtübernahme der Taliban ihre komplette Einkommensmöglichkeiten verloren haben. Und da bieten wir ihnen eine Perspektive, wie sie wieder Einkommen für sich und für ihre Familien erwirtschaften können. Wir eruieren gerade, wie wir durch unsere Expertise auch die Frauen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, vor allen Dingen besonders marginalisierte Frauen, auch unterstützen können. Frau Kent, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit und wünsche weiterhin viel Erfolg für Ihre Projekte. Vielen Dank. Ja, ich denke, dieses Interview zeigt sehr deutlich und so auch sehr komprimiert und auch sehr übersichtlich, mit was flüchtende Frauen, gerade die mit Kindern unterwegs sind, zu kämpfen haben, welchen Gefahren sie ausgesetzt sind und dass sie eben zum Teil sehr traumatisiert in anderen Ländern ankommen. Genau das ist der Grund, warum ich diese Folgen aufnehme, weil ich das Wissen zum Thema Traumata Gehirn verbreiten möchte und eben auch einen, wenn auch kleinen Teil dazu beitragen möchte, dass mit geflüchteten Menschen gut und sorgsam und vor allem sehr empathisch umgegangen wird. Jeder Mensch hat irgendwann mit Menschen zu tun, die traumatisiert sind. Das ist Fakt. Manchmal oder sehr oft sind sich die Menschen dessen nicht bewusst. Aber jetzt gerade bei dieser, ich sag mal, Flüchtlingswelle, auch wenn ich das Wort nicht mag, da kommen einfach sehr viele Menschen zu uns, eben gerade Frauen mit Kindern, die von diesem Krieg in der Ukraine betroffen sind und die mit schweren Traumata hier ankommen und versuchen müssen, irgendwie weiterzuleben, aber zum Teil gar keine Perspektive sehen. Emotionen wie Hoffnungslosigkeit, Angst und ja, auch Verzweiflung empfinden. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, die wir hier so privilegiert leben dürfen, dass wir sie aufnehmen und ihnen Perspektiven zeigen, dass wir uns um ihre Traumata kümmern, so gut es uns eben möglich ist. Und ja, deswegen nehme ich diese ganzen Folgen zum Thema Traumata auf. Ich möchte das wissen, was mir Frau Marlene Bieberacher 2017 in ihren Fortbildungen zum Thema traumatisierte Flüchtlinge mitgegeben hat. Dieses Wissen möchte ich verbreiten, soweit es nur geht, um einfach, ja, ich kann mich eigentlich echt nur immer wiederholen, um dieses Verständnis für traumatisierte Menschen, gerade Kinder und Jugendliche, die so abhängig von uns Erwachsenen sind, zu erweitern, zu erhöhen und überhaupt vielleicht auch erst aufkommen zu lassen, weil ich weiß natürlich, dass nicht jeder sich damit beschäftigt und ja, ich kann das ja auch verstehen, warum sollte man sich freiwillig mit so einem schwerwiegenden Thema auseinandersetzen wollen. Also es ist jetzt auch keine leichte Kost. Das ist nicht wie ein Roman mit irgendeiner Liebesgeschichte, wo man am Ende das Buch zuklappt und sagt, ach schön, sondern es sind wirklich krasse Geschichten, krasse Lebensgeschichten, krasse Schicksale, die jetzt hier ankommen und ja, Familien werden zerrissen,
Identitäten werden zerbrochen. Es ist unbeschreiblich, dafür gibt es keine Worte, was da gerade kaputt gemacht wird, nicht nur materiell, sondern eben auch in psychosozialer Hinsicht, was Herr Putin da anrichtet. Und ja, deswegen spreche ich in diesen Tagen so intensiv, so ausführlich und so lange über diese Thematik, einfach weil es jetzt wirklich akut ist und es viele, viele Menschen betrifft. Und ja, in diesem Sinne, Gott segne die Ukraine. Keep it in the Villa aus Nürnberg. Ciao.